Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Leipzig, hier ist Stempel mit René.de und wie ihr es schon an der Vorschaumusik gehört habt, geht es heute um Weihnachten. Und zwar mache ich ja für meine Stammbestellerinnen jeden Monat eine Produktreihe des Monats, wo sie also aus allen Teilen, die eine Stamping-Up-Produktreihe enthält, ein paar Sachen zum Anschauen bekommen. Also sie kriegen den Farbkarton zu der Serie passt. Sie kriegen von dem Designerpapier jeweils ein Blatt in 12x12 Zoll. Sie kriegen etwas von den Schmucksteinen, von den Bändern jeweils einen Meter, aus dem Kartensortiment Erinnerungen mehr und von diesen Karten und Umschlägen Erinnerungen und mehr. Zauber der Weihnacht. Das ist also diesen Monat alles in diesem Produktpaket drin und jedes Mal enthält eines dieser Produktpakete auch ein Make und Take, sprich also eine Karte, die ich gleich als Anregung für meine Bestellerinnen vorbereite und mit einer kleinen Anleitung gleich zum Nachbasteln für zu Hause mitgebe. Und die wollen wir jetzt hier gemeinsam machen. Da habe ich also zum einen mal hier unser Stempelset Weihnachtspost. Daraus habe ich mich entschieden für den Gruß, frohe Weihnachtsgrüße und liebe Wünsche fürs neue Jahr. Und ich brauche für die Karte, die ich mir ausgedacht habe, diese Zweige. Meine Karte werde ich passend zum Designerpapier in Tannengrün machen. Und da bin ich also hier die einzelnen Sachen aus diesen Set-Erinnerungen und mehr durchgegangen. Also hier sind ja teilweise Sachen dabei. Hier muss man eigentlich nichts mehr machen. Die kann man aufkleben, beschriften. Dann hat man eine komplette Weihnachtskarte. Hier muss auch nichts mehr. Manche sind also so als Hintergründe. Die kann ich auch einfach aufkleben, als Weihnachtskarte verschicken. Also so tolle Sachen sind dabei. Hier, das sind, kann man in einzelne Streifen schneiden, diese Ornamente für den Hintergrund nehmen. Hier haben wir verschiedene Aufkleber. Adventskalenderzahlen sind drin. Hier nochmal Aufkleber. Dann haben wir kleine Kärtchen und haben große Kärtchen, die man also alle unterschiedlich verbasteln kann. Und ich habe mir davon zwei Karten rausgesucht, die ich für meine Karte nehmen werde. Da und zwar einmal diese größere Karte als Hintergrundmotiv. Da habe ich mir das ausgedacht. Und dann habe ich hier noch diese Karte mit dem Weihnachtsbaum in Tannengrün. Der passt da sehr gut rein. Also sind meine Überlegungen dahin gegangen, diese Stanzformen zu nehmen, und zwar diesen Tack. Und ich werde mir zunächst diesen Weihnachtsbaum hier als kleinen Tack ausstanzen. Dann haben wir ja hier diesen wunderbaren Weihnachtselch drin. Und wie es natürlich, sage ich mal, so ist, für eine Weihnachtskarte machen wir den mal in Gold. Den würde ich mir also jetzt ebenfalls ausstanzen und dann lege ich mir das Ganze mal übereinander, wenn ich das fertig habe. Und wir schauen uns gemeinsam an, wie es dann in dem Moment aussieht. Ich gehe dann mal ganz kurz zum Stanzen für den Elch und diesen Tack und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Da haben wir also einmal diese Grundkarte in Tannengrün. Ich habe mir hier die Auflagekarte, also diese aus dieser Erinnerung und mehr zurechtgeschnitten auf 10x14,3, dass die hier drauf. Habe hier den Weihnachtsbaum als Tack, als gestanzt und habe natürlich, damit es, sage ich mal so, auch wie ein Tack aussieht, hier oben durch ein kleines Stückchen von dem goldenen Band, was zu der Serie gehört, durchgezogen. Das würde ich also hier so drauf machen. Hier den Elch. Jetzt brauche ich natürlich noch ein bisschen einen Farbeffekt und da bin ich fündig geworden bei diesem anderen besonderen Designerpapier, was zu der Serie dazu gehört. Und da gibt es welche einfach so mit Sprüchen. Davon habe ich mir einfach mal 1,5 cm
abgeschnitten. Das lege ich mir mal hier so drauf. Gucke mal, wie die ganze Sache aussieht. Könnte ich hier diesen L, das macht sich schon ganz gut. Eigentlich brauche ich da gar nicht mehr allzu viel. Ich brauche da noch einen Spruch und vielleicht etwas im Hintergrund. Und da habe ich mir diese zwei Sachen rausgesucht und das stempeln wir mal jetzt gemeinsam. Hier habe ich also mein Flüsterweiß. Hier habe ich auf einer Seite schon den Spruch aufgezogen. Den stempel ich mir also mal in Chili, passend zur Karte. So, ein bisschen schräg hier drauf, aber macht ja nichts, stand sich ja eh aus. Da habe ich also den Spruch. Und jetzt mache ich mir noch zweimal in Tannengrün diese Zweige. So, das kann auch zur Seite. Für den Spruch her habe ich keine passende Stanzform gefunden, aber ich habe vorhin mal ausprobiert, das passt in meine Stanze Wunschetikett. So. Da habe ich einmal den Spruch. Und jetzt gehe ich noch mal ganz schnell zu meiner Stanz- und Prägemaschine und stanze mir noch schnell diese beiden Elemente aus. Ja, das habe ich schon drüben liegen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich mir alle Teile vorbereitet. Jetzt lege ich mir das mal auf meiner Karte zurecht, wie ich mir das gedacht habe. Also hier diesen Tack. Da drauf den Weihnachtselch. Dann habe ich gedacht, lasse ich oben und unten von dem Etikett was von den Zweigen rausschauen. Mache ich die mal so. Und das oben drüber. Ja, ich denke, so können wir das festmachen. Dann mache ich noch ein paar Klitschis drauf. Und schon habe ich eine Weihnachtskarte fertig. Das passt natürlich nicht ganz, weil wir haben also zwei verschiedene Rottöne drin in dieser Serie. Wir haben zum einen Chili und wir haben Glutrot. Und diese Glitzersteine sind Glutrot. Dann mache ich die mal nicht hier drauf. So, und dann machen wir noch zwei etwas größere von diesen goldglänzenden. Einmal hier. Und einmal hier oben. So, das ist sie, die fertige Karte. Mein Make und Take für diesen Monat mit der Produktreihe Zauber der Weihnacht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt kreativ und die nächsten Tage bin ich fast den ganzen Tag online, weil dann haben wir Stamping Up on Stage und zwar on Stage at Home. Also diesmal nur in einer Online-Version. Weil es natürlich live nicht geht. Bis die Tage, viele Grüße aus Leipzig, euer René.